Heute lade ich Sie ein zu einem Besuch in unserem Herzzentrum St. Theresien, das wir im Januar 2021 eröffnet haben. Mein Name ist Professor Dieter Ropers und ich leite hier die kardiologische Klinik. Das Herzzentrum ist untergebracht im ersten Untergeschoss, ganz nah bei der zentralen Notaufnahme und unserer Intensivstation. Das Herzzentrum zeichnet sich aus durch eine hochmoderne Technik, kurze Wege und ein eingespieltes Team. Ich möchte Sie gerne einladen, mit mir zusammen das Herzzentrum kennenzulernen. Bis gleich. Wir haben unser neues Herzzentrum jetzt betreten und stehen direkt vor dem Herzkatheterlabor, wo ich Sie gleich mithin einschleusen werde. Mit einem Labor im herkömmlichen Sinne hat das aber wenig zu tun. Sehen Sie selbst. So, wir stehen jetzt hier vor unserem neuen Katheterlabor, wo ich Sie gleich mit hineinnehme. Aber so kann ich nicht eintreten. Das Katheterlabor ist wie ein Operationssaal. Hier muss ich mich erst umziehen. Hoppla! Hier sind wir jetzt in unserem hochmodernen Katheterlabor angekommen, dem Kernstück und Herzstück unseres Herzzentrums, wo wir mit einer ganz modernen Technologie unsere Patienten mit sehr geringer Strahlenexposition und extrem hoher Bildqualität untersuchen können. Schwerpunkt unserer Tätigkeit im Katheterlabor ist die Darstellung der Herzkranzgefäße und deren Therapie, zum Beispiel mit Coronarstents. Die Untersuchung führen wir hier überwiegend über die Handgelenksarterie durch. Das ist für den Patienten ein sehr schonendes Verfahren, wo er auch direkt danach wieder gehen und laufen kann. Wir haben diese Untersuchung an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden für unsere Nürnberger Patienten in Vorhalte, um eben auch akute Herzinfarkte zu jedem Zeitpunkt optimal zu versorgen. Neben der Behandlung der Herzkranzgefäße können wir hier auch aufgrund der Voraussetzungen, die in dem Katheterlabor geschaffen worden sind, wie in einem Operationssaal auch Herzschrittmacher und Defibrillatoren implantieren. Eines der Hauptkomponenten unseres neuen Katheterlabors ist der Monitor. Der Monitor erlaubt mit einer extrem hohen Ortsauflösung die Sichtbarmachung der Bilder, die wir beim Patienten gewinnen. Und diese Auflösung ist viel, viel höher als bei Ihrem heimischen Fernseher zu Hause. Außerdem erlaubt der Monitor eine Darstellung der Herzstromkurve, des EKGs, aber auch der Blutdruckwerte und wenn nötig anderer angeschlossener bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel die Echokardiographie. All das erleichtert uns die Arbeit enorm. Der ganz wesentliche Vorteil unseres neuen Katheterlabors ist der C-Bogen. Hierbei handelt es sich um eines der modernsten Geräte in ganz Deutschland. Mit dem C-Bogen können wir die Bilder unserer Patienten mit einer extrem hohen Genauigkeit aufzeichnen und gleichzeitig bei eben sehr, sehr geringer Strahlenexposition, was unseren Patienten, aber auch den hier tätigen Personal gleichermaßen zugutekommt. So, jetzt ist es aber höchste Zeit, endlich mit der Untersuchung anzufangen. Aber da muss ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen umziehen dafür. So, und jetzt können wir endlich anfangen. Sieht gut aus bei Ihnen. So, das war der erste Teil bei uns im neuen Herzzentrum, das Herzkatheterlabor. Sehr, sehr spannend, aber es bleibt spannend. Wir haben hier noch sehr viel mehr zu bieten am St. Theresien Krankenhaus. Da freue ich mich drauf, Ihnen das jetzt zeigen zu können. Folgen Sie mir, wir sehen uns gleich wieder. Ups, ich habe ja noch meine Ritterrüstung an. So, ich nehme Sie jetzt mit in unsere kardiologische Funktionsabteilung, den zweiten Teil unseres Herzzentrums, wo wir neben EKG und Langzeit-EKG und vielen, vielen anderen Dingen eben auch Echokardiographie machen. Sie können mir folgen. Bis gleich. So, wir betreten hier den nicht-invasiven Teil unseres Herzzentrums, wo wir überwiegend Ultraschalluntersuchungen des Herzens durchführen, zur Erfassung der Herzleistung, zur Überprüfung der Herzklappen, insgesamt die Erkenntnis über die Herzfunktion. Daneben untersuchen wir mit der Ultraschalldiagnostik auch die großen Gefäße, Venen wie Arterien. Und im nächsten Raum zeige ich Ihnen dann, was wir noch so alles machen bei uns. Hoppla, ich bin ja schon da. Ja, vielen Dank. Ich übernehme jetzt.
Wir sind jetzt hier im zweiten Raum des nicht-invasiven Anteils unseres Herzzentrums, wo wir Langzeit-EKG-Analysen, Langzeit-Blutdruckmessungen durchführen, aber auch Schrittmacher- und Defibrillationskontrollen. Und ein Hauptanteil unserer Untersuchungsvolumen hier sind Belastungsuntersuchungen, nicht-invasive Diagnostik vor der invasiven Diagnostik in Form zum Beispiel von Belastungs-EKGs, wie sie jeder kennt, aber gerne auch in Kombination mit der Echokardiografie als bildgebendes Verfahren, wo man dann eben etwas genauere Aussagen bekommt über eine mögliche Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung. Ja, bei der Stress-Echokardiografie versuchen wir unter steigender Belastung eine dann auftretende Wandbewegungsstörung der linken Herzkammer aufzudecken und auf diese Weise eben zu erkennen, ob bei dem Patienten eine Durchblutungsstörung an den Herzkranzgefäßen vorliegt. Dann wäre der nächste Schritt eben die schon gezeigte Katheteruntersuchung. Für das Krankenhaus besteht der Vorteil darin, dass wir natürlich die körperliche Anstrengung des Patienten nutzen, den Strom in das Netz einzuspeisen und damit relevant unsere jährliche Stromrechnung zu reduzieren. Das war noch längst nicht alles in unserem Herzzentrum. Wir haben mit der Computertomographie und dem Kernspin auch noch weitere bildgebende Verfahren. Die sind aufgrund der Gerätegröße hier nicht untergebracht, sondern hier müssen wir ins Erdgeschoss. Da lasse ich mich schon mal hinbeamen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Willkommen in der Zukunft, was bei uns am St. Theresien Krankenhaus auch die Gegenwart ist. Wir befinden uns hier im Untersuchungsraum der Computertomographie, ein Verfahren, mit dem wir schon seit Jahrzehnten vom Kopf bis zum Fuß den ganzen Menschen untersuchen können. Und mit unserer Technologie hier gelingt es eben auch, das Herz von außen in einer sehr kurzen Untersuchungszeit mit geringer Belastung für den Patienten abzubilden. Damit können wir zum Beispiel sehen, ob die Herz-Kranz-Gefäße verkalkt sind. Und wenn wir zusätzlich Kontrastmittel geben, können wir zusätzlich ausschließen, ob die Herz-Kranz-Gefäße Engstellen haben, die wir dann im Katheterlabor behandeln müssen. Ich hoffe, unser kleiner Rundgang durch unser Herzzentrum hat Ihnen gefallen. Unser Team und ich sind rund um die Uhr für Sie da. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Alles Gute.